Wie viel Geld haben wir denn selbst noch? Jetzt haben wir noch 5 Dukaten. Wir könnten also wir könnten in den Ring steigen und vielleicht so ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht kriegen wir Barakor, der wäre als nächster unser Gegner. Das ist ja vielleicht ja doch Blatt. Wenn wir uns davor ordentlich buffen und jetzt hier mit den neuen Klamotten. Das könnte man vielleicht mal probieren. Vielleicht hat er hier auch noch irgendwas Interessantes dabei, was wir vielleicht stattdessen nehmen könnten. Wie viel hatten das? Achso, nee, kann ich den Schulterschutz nicht noch dazu nehmen. Nee. Bitte? 1W plus 3. 1W plus 2, minus 1, minus 1. Ja. 0, 1 ist der horasische Kampfstab besser für einen Zweikampf. 1, 1, 2, 2. 2, 2, dunkle Lederhose, linkes Bein, rechtes Bein. Das ist eigentlich egal. 2, 2. Ja. 1, 1, Helm ist das gleiche. Na gut. Vielleicht haben wir einen Schleifstein. Den kann ich darauf nicht benutzen. Aber ich kann einmal kurz speichern. Und ich kann Armatrutz und Konstitution und ein Skeletti. Ich hoffe, das kommt dann gleich mit in den Ring. Und ich muss es dann da nicht nochmal holen. Und natürlich Skeletti Karsten auch noch einmal buffen. So, speichern. Hey! Na, wollt ihr wetten? Auf mich, Meister, ich steige in den Ring. Der Gegner ist Connor. Der Einsatz ist 4 Dukaten. Connor, alles klar. Ist das ein Detektiv? Nee, der ist Conan. Nein. Habt ihr das? Hier habt ihr das Geld. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, bin ich gespannt. Ich muss alles nochmal holen. Also den Karsten, na gut. Immerhin. Du besiegst mich nicht. Kommt zum Glück recht schnell dazu. Und nun werden wir am besten einmal direkt einen Zauber auf uns. Sollten wir uns direkt heilen, damit wir Regeneration noch dazu haben? Oder einfach abwehren? Also hoffen, dass er abwehren kann. Ich meine, ich habe ja gespeichert, wir können es ja probieren. Ich brauche halt unbedingt Geld. Wie lange hält die Regeneration denn an? Gar nicht. Sehr gut. Das freut mich. Hier, ein kurzer Zauber. Eine Kampfrunde. Dann können wir den vielleicht doch noch irgendwie schnell weghauen mit ein paar Zaubern. Weil er hatte sicher keine gute Magieresistenz. Komm, nochmal. Wenn Skeletti einen Wuchtschlag, Karsten einen Wuchtschlag oder so landen kann. Jawoll. So haben wir wieder Geld verdient. Da hast du recht, Jakon. Das war er, in der Tat. Oh, das war ein Kampf. Ihr habt wirklich was drauf, alle 8. Vielen Dank, vielen Dank. An dieser Niederlage hat Connor bestimmt zu knabbern. Wahrscheinlich ertränkt er seinen Frust in der Taverne. Schaut doch mal bei ihm vorbei, wenn ihr möchtet. Ach ja, und hier ist euer Gewinn. Vielen Dank. 8 Dukaten, Dankeschön. Und tretet gegen den nächsten meiner Kämpfer an. Es winkt ein höherer Gewinn. Was sagt ihr? Oder müsst ihr euch erst erholen? Ich muss erst ein bisschen trainieren. Ich muss mich erholen, aber ich komme wieder. Oder wer ist der nächste Gegner? Der Gegner ist Ifirnia. Der Einsatz ist 6 Dukaten. Ifirnia, eine Frau. Ach komm, der geht doch ganz. Nein, lass mal lieber stecken. Das Geld im Geldbeutel. Medikuswurf, wo drückt denn der? Irgendjemand hatte doch gesagt, wenn wir. Aha, guck mal, wenn wir in der Arena ein bisschen vorankommen, dass er hier einige interessante Sachen zum Verkauf hat. Gladiatorenschulter. Linke Arm, Schultern. Nach nur linke Arm, ja, oder? Ja, doch. Ist es nicht schlecht? Moment mal, das schreibe ich mir ganz kurz auf meinen schlauen Zettel. Leider ist da kein Platz mehr drauf.
Habe ich zum von Wirwusch? Wirwusch habe ich noch nichts. Okay, Moment, Moment. Dann mache ich einmal ganz kurz. Wie heißt der Typ? Wurwasch. Wie hießen die Zwerge in Ferdok nochmal, diese Drillinge da? Die sind doch auch irgendwie Wurwasch oder Worwisch oder so in der Richtung. Ich schreibe einfach mal Rüstung drauf. Ist es nicht so genau, aber da werde ich mich dann schon dran erinnern können, denke ich. So, vielen Dank. Wir haben jetzt wieder ein kleines Guthaben. So kommen wir wenigstens dazu, die Mannschaft, die Bootsmannschaft komplett anzuheuern. Was wollt ihr? Verschwinden! Wir wollen nur sagen, dass eure Söhne am Marktplatz hier Unwesen treiben, aber anscheinend wisst ihr das ja schon. Wir gehen einfach mal gleich hier raus. Und müssen jetzt nur noch in die Taverne. Und da höre ich natürlich schon gleich die Leute vom Marktplatz murmeln. Wie komme ich denn jetzt hier am besten Südtor Feuerfliegennest? Guten Tag. Und wenn wir den letzten angehört haben, dann treten wir nochmal eine Reise außerhalb von Nadorit an. Sammeln die letzten Feuerfliegen und so weiter, finden vielleicht... Oh, wo lade ich denn hin? Den Laurelin? Heißt er Laurelin? Ich glaube schon. Neues aus der Kurm. Leomar vom Berg auf geheimer Mission. Der Irre aus Al-Anfa weiter auf dem Vormarsch. Und holen vielleicht noch ein bisschen Geld und Erfahrung, weil das können wir wirklich gut gebrauchen. Vor allem Erfahrung haben wir ja noch einiges. Aber ich wollte halt die Erfahrung eigentlich für Talente und sowas benutzen, also vor allem für Kampfskills, die wir uns im Moment aber nicht wirklich leisten können. Das ist halt das Problem, ne? Sag das nochmal. Oh, sieh mal deiner an. Er kann ja doch sprechen. Dann pass mal schön auf. Ich kann noch ganz andere Sachen. Ja. Na los, kommt doch her, ihr feigen Hunde. Mensch, Hummel, beruhig dich wieder. Ich will ja keinen Ärger. Da hörst du's. Mit Baldur ist nicht zu spaßen. Na und? Mit mir auch nicht. Bin kein Zechpreller. Zechpreller. Ich nicht. Niemals. Wenn du keiner bist, kannst du ja deine Zeche jetzt zahlen und dich abregen. Wie wär's? Ich hau dir einfach ein paar Zähne raus und zahl damit. Ja. Sag das nochmal. Oh, sieh mal deine an. Noch mehr Ärger? Ihr seid ja lästig wie die Wiedergänger. Aber nur zu. Mit dir werde ich auch noch fertig. Die Hummel ist kein Zechpreller. An dieser Stelle würde ich gerne anmerken, dass ihr schon zwei Kämpfe in Folge, nicht unbedingt, aber in Folgen dieses Let's Plays in der Arena besiegt habe. Zusammen mit meinem Kumpel Karsten. Also würde ich mich nicht mit euch an... solltet ihr euch nicht mit mir anlegen. Ich bin nicht gekommen, um Ärger zu machen. Im Gegenteil, ich will euch helfen. Kapitän Dielbrack schickt mich. Dielbrack? Wegen dieses Halsabschneiders habe ich doch den ganzen Ärger. Überreden, Jakob. Was auch immer vorgefallen ist, es tut ihm aufrichtig leid und er bittet euch um Verzeihung. Lasst uns reden. Einschüchtern, Jakob. Das mag alles sein, aber wem hilft es, wenn ihr obendrein zur offenen Zeche noch wegen einer Steigerei einsitzen müsst? Mir wohl am allerwenigsten. Ah, sehr schön. Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Ein wohlhabender Kaufmann hat das Schiff eures Kapitäns für die nächste Zeit angemietet. An Gold wird es also nicht mangeln. Na gut. Dann gebe ich dem alten Dukatenfuchser eben noch eine Chance. Will hoffen, dass ihr mit dem Kaufmann recht habt. Das habe ich. Ich habe immer recht. Ich zahle, wenn ich endlich meinen Lohn habe. Ehrensache. Ich zahle immer meine Zeche. Ich kann jetzt nicht. Danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Ich dachte schon, er schlägt alles kurz und... Oh, um Gottes Willen, das würde er niemals tun. Danke für euer Einschreiten. Gern geschehen. Wer weiß, wie lange der Bursche sonst noch hier randaliert hätte. 2 Minuten. Danke, dass ihr den Hummel zur Vernunft gebracht habt. Kein Thema, keine Ursache. Was darf denn sein? Wir haben mal ganz kurz... Ich gehe einfach mal davon aus, anhand der letzten beiden Begegnungen mit der Schiffsmannschaft, wo wir beiden 4 Dukaten hätten zahlen sollen.
Dann wäre es jetzt wahrscheinlich bei der Hummel, hätte das mit Einschüchtern und so nicht geklappt, wahrscheinlich auch auf 4 Dukaten hinausgelaufen, dass er seine Zeche zahlen sollen. Es könnte sein, dass er Nadoretter Doppelbock getrunken hätte, dann wäre es ja vielleicht noch in Ordnung gewesen. Obwohl, Alter, warum ist das so viel teurer als das helles Pferderkor? Also hätte er dann 200 helles Pferderkor getrunken. Das wäre, boah, Respekt. So, und der einen hat gesagt, einen habe ich noch. Hier, der Connor zwei Wahrsager, sagt der würde sich hier in der Taverne aufhalten. Eine Frage, die spätestens seit spät... Verschwindet. Wir hatten einen guten Kampf, grämt euch nicht. Ihr habt gewonnen, ich habe verloren. Mehr gibt es nicht zu sagen. Da sind ja nicht mal Löcher drin im Helm. Hier, zum Gucken, Reingucken ist er... Alles Blech. Übrigens, ihr brennt. Nun, wie ihr meint. Wie geht es euch? Mir brummt der Schädel. Lasst mich in Ruhe. Ist da einer traurig? Ne. Um nach dem Sinde. Ich gehe ja schon. Vernünftig. Das hat sich ja gelohnt. Ist die Existenz Alvarans überhaupt hinreichend? Wie viel kostet die Fahrt nach Ferdok? 2 Dukaten. Antwortet der Kapitän. Entsetzt. Da. Ja, dann haben wir jetzt also die Schiffsmannschaft beisammen. Das ist wunderbar, da freue ich mich. Dann können wir nun ein bisschen ins Grüne gehen und uns außerhalb Nadoretz ein bisschen umschauen. Und vor allem Feuerfliegenjagd veranstalten. Feuerfliegen jagen. Welch ein Spaß. Oh, Entschuldigung. Habt ihr einen Heller für einen armen Einbeinigen? Alter, ich hab das schon 5 gegeben. Ich bin gerade beschäftigt. Tritt beiseite. Psst. Gerling schickt mich. Ah. Ich habe hier eine Nachricht für euch. Oh. So, eine Nachricht von Gerling. Woher soll ich wissen, ob sie wirklich von ihm ist? Weil ich es bestätigen kann. Der alte Griese ist Gerlings Kontakt hier in Nadoret. Wir hatten strikte Anweisung, dies geheim zu halten. Es sei denn, er nimmt Kontakt zu uns auf. Wir können ihm vertrauen. In Ordnung, wenn ihr das sagt. Genau. Psst. Okay. Oh, vielen Dank für dieses Kleinod. Ich will euch nicht weiter stören. Kein Thema. Es war mir eine Ehre, einem alten, bedürftigen Mann wie euch eine Freude zu bereiten. Also, finanziell jetzt gesehen. Wollt ihr mir doch noch einen Heller? Ich hab euch doch schon... Ich habe erstmal keine weiteren Nachrichten von Gerd. In Ordnung. Die Kneipe schon wieder hin. Die Tür ist da. Wo man trinkt, da lass dich ruhig nieder. Wo man trinkt, da lass dich ruhig nieder. Wie war das in dem einen Lied von Fersengold nochmal? Irgendwas verflucht, wo war nochmal die Tür? Den Rest habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Wie? Aber na gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine kleine Lesestunde für abhalten. Otto Beckerbold. Gesucht wegen Wegelagerei auf dem Dreidelpfad zwischen Nadoret und Ferdok. Man sieht ja, wir haben ja 3 Dokumente, beziehungsweise 4 damit, die wir noch anschauen müssen. Es sei denn, die beiden haben wir schon mal irgendwann gelesen, da bin ich mir nicht sicher. Und das kann wahrscheinlich ein bisschen dauern. Reisebericht, der Kosch. Der Kosch und seine Bewohner. Reisebericht, dem geneigten Leser zugeeignet, von Magister Perplex DW, Effort 27107 BF, im Jahre 14 unseres allergöttlichsten Kaisers Hal. Folgt man der Reichsstraße 3 aus den Nordmarken kommend, dann erhebt sich stolz und steinern aus dunklem Basalt, unwirtlich, oft tief verschneit und sturmumtost, das Koschgebirge. Der Greifenpass, viele Monde im Jahr unpassierbar, muss mühsam und besser mit gutem ortskundigen Führer überqueret werden. Dann tritt man, wenn die zerzausten Wetterfichten und Krummholzbüschen zurückbleiben und den grünen Tannen und Buchen weichen, Lohn der Mühen, in das Herz des Reiches, die schönen Lande des Fürstentums Kosch.
An einer der vielen gastlichen Wirtschaften an erhobenen Punkte am Wegesrand rastend und bei einem kühlen Schluck des weithin gerühmten Koscherbieres mag man bei guter Sicht einen weiteren Blick auf das über das Land nehmen, das sich unter einem unvorzüglich gegen Süden weithin erstreckt. Über die Hügellande und den funkelnden Angbarer See hinweg, hinein in die Lande am Oberlauf des großen Flusses. Der Schutzgott des Landes, Vater Ingerim, hat das Tagewerk der Koscher gesegnet und es ist ein besonderer Friede, der über dem Lande liegt. Der Reisende fragt sich, ob dies vom Koschbar Salte kommt, welcher die böse Magie Steinern unterdrückt, der bodenständigen, hemdsärmeligen Art oder den Braukünsten der Leute hier. Denn das Bier, zuvorderst das helle Pferdacker, wird hier in einer Reinheit mit Hingabe und Generationen alter Handwerkskunst gebraut, die ihresgleichen im ganzen Reiche vergeblich sucht. Das Koscher-Reinheitsgebot datiert auf das Jahr 40 BF und zähle mit eine Tradition von an die 1000 Götterläufe. Und ist das Leben hier auch geprägt von harter Arbeit? Manch armer Koscher-Baron greift schon selbst zum Pfluge und es ist nicht ungewöhnlich, dem Töchterlein eines Edelmannes in der Käserei oder beim Stampfen deftigen Sauerkrautes zu begegnen. So findet doch jung und alt, arm und reich, ohne Stand anzusehen, zu einem Kruge des allerfeinsten Bieres und einem guten Wort zusammen. Besonders viele Zwerge leben und arbeiten hier mit den Menschen. In Ferdok, der Heimatstadt des Bieres, regiert gar ein Angroschim, wie sich die Zwerge selbst nennen, der beliebte Graf Krovin von Ferdok. Von unserem erhöhten Standorte und wenn zum zweiten Maß Bier ein kräftiger Eintopf auf den Tisch gelangt, mag ein scharfes Auge fern und klein wie Spielzeuge die Handelsschiffe erkennen, die, mühsam getreidelt, den langen Weg des den großen Fluss herauf von Havena kommend, ihre Waren im Ugdanhafen von Ferdok löschen, damit diese dann auf Karren von hier aus ins Herz des Reiches, in unsere goldene Hauptstadt Gareth, geliefert werden. Seit jeher ist Ferdok die Drehscheibe des Ost-West-Handels im Reich. Die große dunkle Fläche hinter Ferdok, dies ist der Dunkelwald. Dort, so wird der Koscher nur flüsternd erzählen, leben heute noch finstere Druiden und Hexen. Ja, auch Trolle und andere seltene Geschöpfe treiben dort ihr Unwesen. Nur bei guter, klarer Sicht, besonders in herbstlicher Abendsonne des Effortmondes, blassblau verschwindend in den Abstufungen der Ferne, kann man im Süden das Grenzgebirge gen Almada erkennen, den Amboss. Dort liegen in der Baronie Hammerschlag die Erzminen und Werkstätten der Zwerge. Rund um die Uhr dampfen dort die Essen, glühen die Funken, klingt das dröhnende Hämmern der immer fleißigen und niemals müden Zwerge durch die tiefen Täler. Dort in den Bergen finden sich nicht nur reiche Erzminen, sondern auch das große Ingerim-Heiligtum, die Hammerhöhle, von den Zwergen Malmarzrom genannt. In den Koschbergen liegen auch die großen Bingen der Zwerge, so auch Murulosch. Zahllos sind die Wunder, die ein Reisender berichten kann, der sich die Muße nimmt, den Kosch zu bereisen. So ist die Pilgerstadt Talon mit ihrem Heiligtum der Pereine oder der Haupttempel des Ingerim in Angbar zu empfehlen. Doch mühsam fällt mir nun das Schreiben, hat doch die fröhliche rotbackige Wirtin gerade eben das dritte Maß Helles aufgetischt. Und so schließe ich für heute meinen Bericht und lausche vorerst Gesang, Pfeifenbalg und Quetschbeutel der Barden, die soeben das Wirtshaus betreten. Und bevor ich das Fenster der abendlichen Kühle wegen schließe, werfe ich noch einen Blick hinunter ins Tal, in das sich Schatten und das Dunkel legen. Wunderschön. Die Geschichte Ferdoks? Warum haben wir die eigentlich in Nadoret gefunden? Moment. Okay. Das geht ja noch. Die Geschichte Ferdoks. Diese Stadtchronik ist ein im überwiegenden Teil des Kosch sehr beliebtes Werk, um Schreiber und angehende Gelehrte in der Kunst der Kopie eines Buches zu unterweisen. 867 vor Bosparans Fall, Gründung Ferdoks unter dem bosparanischen Namen Vadokia.
162 BF. Der große Fluss ändert seinen Lauf. Ferdok liegt nicht mehr am Wasser und verliert immer mehr an Bedeutung. 270 BF. Neugründung Ferdoks am Fluss. Aha, haben die jetzt die... Und wo ist das alte Ferdok? Also, wie weit ist es vom neuen Ferdok entfernt? Na. 600 BF. Schlacht auf den Blutfeldern von Ferdok. Der Orkstamm der Charshai wird von den Ferdoker Lanzerinnen vernichtend geschlagen. 682 BF. Ferdok verliert seinen Status als Koscherhauptstadt an Angbar. 915 BF. Graf Porkwit von Ferdok ruft sich zum Fürsten aus und greift ohne Erfolg nach der Kaiserkrone. Obwohl die Grafenstadt am großen Fluss zu den ältesten Menschensiedlungen des Kosch gehört, sucht man Bauwerke aus der Gründerzeit vergebens. Im Jahre 162 BF änderte der große Fluss nach einem furchtbaren Hochwasser seinen Lauf, sodass sich die Handelsstadt ihrer Lebensader beraubt sah und zusehends an Bedeutung verlor. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts wurde die Siedlung schließlich aufgegeben und einige Meilen entfernt am Wasser neu gegründet. Ah, guck, da erklärt sich's ja. Die mächtigen, weitläufigen Mauern zeugen noch heute von den großen Hoffnungen der damaligen Baumeister. Doch sollte Ferdok die angestrebte Größe nie erreichen. So werden bis heute weite Flächen innerhalb der Mauern als Obstgärten oder Weiden für die Ferdoker Warmblüter genutzt. Dem Stadtkern mit seinen klar gegliederten Straßen sieht man an, dass er planvoll angelegt wurde. Viele der Gassen sind schmal und dunkel, was an hierzulande üblichen Bauweise der Häuser liegt. Über dem Erdgeschoss aus Bruchsteinen heben sich mehrere Stockwerke aus Fachwerk, die immer ein Stück weiter über die Straße ragen, sodass man sich an manchen Stellen zwischen den Giebelfenstern fast die Hände reichen kann. Ach, das ist ja schön. Und was schreibt uns der gute Gerling in seiner Depesche? Na, Moment. Na, okay. Werte Mitstreiter, ich werde euch über den Mittelsmann, der euch diese Nachricht gab, weiter wieder kontaktieren, wenn es nötig sein sollte. Sprecht ihn nicht an, um seine Tarnung nicht zu gefährden. So ihr neue Erkenntnisse über die Verbindung zwischen SB und den Piraten erlangen könnt, so sendet mir eine Botschaft nach Ferdok. Noch ein Wort zur Warnung, falls ihr erneut auf K treffen solltet. Kaltenstein wahrscheinlich. Bezüglich der Unregelmäßigkeit, von der ich bereits sprach, fiel mir wieder etwas ein, das von Belang sein könnte. Dieser Magier trägt kein Akademiesiegel, ergo unterliegt er nicht dem Recht und der Ordnung der Gilden. Fex mit euch. G. M to the G oder wie auch immer. Gut, wunderbar.